Vielen Dank, Herr Kollege Schäfer-Gümbel. – Als Nächster spricht zu uns Kollege Matthias Wagner, Fraktionsvorsitzender BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Bitte schön. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es ist das letzte Plenum vor der Landtagswahl. Die Versuchung ist gerade nach der Rede des Kollegen Schäfer-Gümbel groß, in so etwas einzusteigen wie den großen Schlagabtausch. Die Versuchung ist groß, und ich gebe zu, wie ich mich auf die Rede vorbereitet habe, habe ich überlegt, mache ich es mir einfach und mache einfach ein Best-of der Wahlkampfreden und bringe das hier zum Vortrag. Ich habe mich sehr bewusst dagegen entschieden, meine Damen und Herren. Wenn wir über das Thema die Gesellschaft zusammenhalten reden, dann geht es in meiner Wahrnehmung in diesen Tagen um sehr viel grundsätzlichere Dinge. Es geht nicht um den üblichen Streit in diesem Hessischen Landtag, dass die Opposition sagt, das, was die Regierung gemacht hat, war nicht gut, und die Regierung sagt, das, was wir gemacht haben, war gut, sondern es geht um sehr viel grundsätzliche Dinge. Es geht um die Frage, wie geht es mit der Demokratie in unserem Land weiter? Es geht darum, wie wollen wir miteinander umgehen in diesem Land, und zwar nicht nur Politikerinnen und Politiker, sondern die Gesellschaft insgesamt. Es geht also um elementare Fragen unserer Demokratie. Die Mutter aller Probleme ist nicht die Migration in unserem Land. Die Mutter aller Probleme ist die Infragestellung unserer Demokratie, die wir zurzeit erleben. Das ist nicht nur eine Frage, die zwischen Politikerinnen und Politikern diskutiert wird, sondern es ist eine Frage, die die Gesellschaft insgesamt diskutieren muss, die jede Bürgerin, jeder Bürger diskutieren sollte. Da geht es um sehr grundsätzliche Fragen, meine Damen und Herren. Gehen wir mit Mut und Zuversicht die Herausforderungen in unserem Land an, oder schüren wir Angst vor Problemen? Stehen wir für eine Gesellschaft, in der alle Menschen dazugehören, oder setzen wir auf Ausgrenzung und Hetze? Stellen wir unseren Rechtsstaat infrage, wenn uns das politisch opportun erscheint, oder verteidigen wir alle gemeinsam unsere demokratischen Institutionen? Setzen wir auf Vernunft und den Austausch von Argumenten, oder ergehen wir uns in Populismus und Parolen? Und schließlich, ziehen wir Grenzen zwischen Demokraten und Rechtsextremen, oder lassen wir zu, dass diese Trennlinien unscharf werden? Um diese Fragen geht es vor allem, wenn wir über gesellschaftlichen Zusammenhalt in unserem Land reden. Ich will diese Fragen nicht nur stellen, ich will auch Antworten versuchen, meine Damen und Herren. Wir haben allen Grund dazu, mit Mut und Zuversicht an die Herausforderungen in unser Land zu gehen. Wir leben in einer Phase, die wir in meiner Erinnerung lange nicht mehr hatten in unserem Land, wenn wir sie überhaupt hatten, eine Phase von jahrelangem wirtschaftlichen Aufschwung. Wirtschaftlichen Aufschwung, der vielen Menschen eine Perspektive gebracht hat, der viele Menschen in Arbeit gebracht hat, der dazu geführt hat, dass die Arbeitslosigkeit gerade in unserem Bundesland Hessen so niedrig wie seit 37 Jahren nicht mehr ist, und der auch dazu geführt hat, was am Arbeitsmarkt nicht immer der Fall ist, dass auch die Langzeitarbeitslosen neue Perspektiven bekommen haben und dass wir damit auch einen Beitrag zu gesellschaftlichem Zusammenhalt geleistet haben. Und bei allem parteipolitischen Streit um den richtigen Weg und über die Debatte darüber, was richtig gemacht wurde oder nicht richtig gemacht wurde, sollten wir die Dimensionen nicht aus dem Blick verlieren. Wir leben nicht in einem der schlechtesten Länder auf diesem Planeten. Wir leben in einem der besten Länder dieses Planeten. Und wir haben alle Möglichkeiten, Frau Kollegin Wissler,
gerade weil wir wirtschaftlich stark sind, gerade weil wir eine positive Entwicklung bei den Steuereinnahmen haben, die Probleme und die Herausforderungen, die wir haben, zu lösen und uns um die Menschen zu kümmern, die von diesem Aufschwung bislang nicht profitiert haben. Mut und Zuversicht. Mut und Zuversicht und nicht das Herbeireden oder das Suhlen in Problemen ist aus unserer Sicht derzeit die Aufgabe von Politik. Bei allen Debatten über den richtigen Weg bleibt es doch richtig, dass wir massiv in Bildung investiert haben, dass wir massiv in die Infrastruktur investiert haben, dass wir massiv in den sozialen Zusammenhalt unseres Landes investiert haben. Es bleibt doch richtig, dass wir viele Herausforderungen unseres Landes schon bewältigt haben. Und daraus können und daraus müssen wir die Kraft schöpfen, dass wir auch die Probleme lösen können, die noch vor uns liegen, meine Damen und Herren. Und wenn ich sage, wir leben in einem der besten Länder dieses Planeten und nicht in einem der schlechtesten Länder dieses Planeten, dann heißt das nicht, die Augen davor zu verschließen, was noch nicht gut läuft. Ganz im Gegenteil, wir müssen sehr genau hinschauen. Das heißt auch nicht, zufrieden zu sein mit dem, was schon erreicht ist. Die Welt wandelt sich, es stellen sich immer neue Herausforderungen, auf die wir immer neue Antworten geben müssen. Aber wir sollten die Kraft haben, an diese Aufgaben zu gehen. Wir sollten die Kraft haben, die Probleme zu lösen. Wir haben diese Kraft auch. Aber wir sollten denen klar entgegentreten, die Probleme nicht lösen wollen, sondern die Probleme brauchen, um ihre politische Existenzberechtigung darzustellen. Wir haben alle Grund, meine Damen und Herren, für unsere freie, offene und vielfältige Gesellschaft einzutreten. Wir leben nicht mehr im gesellschaftlichen Muff der 50er Jahre des letzten Jahrhunderts. Und das ist auch gut so, meine Damen und Herren. Jede und jeder soll in unserem Land so leben und so lieben können, wie er oder sie das will. Das ist der Grundkonsens unseres Grundgesetzes. Wer sich an die Regeln des Grundgesetzes hält, kann und soll sein Leben frei entfalten können und frei leben können. Und diese Freiheiten mussten erstritten werden. Der Geist unseres Grundgesetzes war nicht immer die Realität in unserem Land. Und da haben sich viele eingesetzt in den vergangenen Jahrzehnten, um diese freie, um diese liberale, um diese tolerante Gesellschaft tatsächlich zu verwirklichen. Und ich hätte mir nicht vorstellen können, meine Damen und Herren, dass wir noch einmal eine Debatte darüber führen, ob das richtig war. Ob es richtig war, dass jeder sein Leben nach seiner Fasson leben kann, wenn er sich an die Regeln hält. Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass es wieder Kräfte gibt, die anderen vorschreiben wollen, was das richtige Leben ist, was die richtige sexuelle Orientierung ist. Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass wir, wenn wir über Herausforderungen und Probleme in unserem Land reden, nicht über die Probleme und Herausforderungen reden, sondern so tun, als lägen die Probleme und Herausforderungen an der Hautfarbe oder an der Herkunft von Menschen. Und deshalb haben wir allen Grund, aufzustehen und zu sagen, so wollen wir über die Themen in unserem Land nicht reden. Wir wollen auf der Grundlage der freien und offenen Gesellschaft reden, aber wir wollen nicht zurück in Zeiten, die wir eigentlich in unserem Land schon sehr lange überwunden haben, meine Damen und Herren. Wir lassen nicht zu, dass einzelne Gruppen in unserem Land ausgegrenzt werden oder dass sie zu Sündenböcken erklärt werden. Das lassen wir nicht zu. Lassen Sie uns gemeinsam dafür kämpfen, dass wir nicht zu einer solchen Gesellschaft werden. Wir haben allen Grund, unseren Rechtsstaat und unsere demokratischen Institutionen zu verteidigen. Ja, Demokratie kann manchmal furchtbar anstrengend sein. Wir alle, die wir hier sitzen, wissen das, die Bürgerinnen und Bürger wissen das. Ja, man muss sich mit Menschen auseinandersetzen, die andere Meinungen haben. Aber genau das ist das Wesen der Demokratie, dass wir einander zuhören, dass wir Respekt vor der Position des anderen haben, dass wir versuchen, zusammenzufinden. Ja, und das dauert dann auch manchmal länger.
Aber uns ist noch keine bessere Staatsform eingefallen, die tatsächlich gewährleistet, dass alle sich einbringen können, dass alle sich beteiligen und dass nicht einige wenige ohne Legitimation über andere entscheiden. Diese Staatsform haben wir, und diese Staatsform sollten wir verteidigen, und wir sollten sie feiern, meine Damen und Herren. Und diejenigen, die unsere demokratischen Institutionen und unsere Demokratie verächtlich machen, die wollen ja nicht mehr Mitbestimmung der Bürgerinnen und Bürger. Die wollen ja keine Bürgerbeteiligung. Die wollen ja unsere Demokratie nicht weiterentwickeln. Nein, die, die unsere Demokratie verächtlich machen, die wollen, dass Sie sagen, wo es lang geht. Die wollen, dass Sie Ihren Willen anderen aufdrücken können. Die wollen nicht diskutieren, die wollen bestimmen. Und deshalb sollten wir dem entgegentreten und für unsere freiheitliche Demokratie eintreten, meine Damen und Herren. Und hier gilt es, klare Grenzen zu ziehen, auch Grenzen im Umgang miteinander und in der Form, wie wir die politische Debatte führen. Man kann, aus meiner Sicht muss man auch manchmal unterschiedlicher Meinung mit der Frau Bundeskanzlerin sein. Doch, das finde ich, aus grüner Sicht muss das manchmal sein. Aber es gibt überhaupt keinen Grund, der Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland eine Herrschaft des Unrechts zu unterstellen, wenn man mit ihr politisch anderer Meinung ist. So eine politische Kultur sollten wir nicht einziehen lassen. Man kann sich fragen, warum rechtsstaatliche Verfahren manchmal so kompliziert und manchmal so zeitaufwendig sind. Da kann man sich fragen. Aber was wir nicht machen dürfen, so wie wir es teilweise in Nordrhein-Westfalen erlebt haben, ist, unseren Rechtsstaat durch ein Rechtsempfinden zu ersetzen. Weil das Rechtsempfinden, das empfundene Recht, das ist der Weg in die Willkür. Und die Willkür sollten wir nicht einführen. Wo die Willkür in rechtsstaatlichen Fragen hinführt, das zeigen uns gerade andere Staaten auf diesem Planeten. Wir haben allen Grund, uns auf Grundlage von Argumenten und Wissen miteinander auszutauschen. Auf Grundlage von Argumenten und von Wissen. Meine Damen und Herren, was soll sonst eigentlich die Grundlage für eine gesellschaftliche Debatte, für den Dialog zwischen Menschen sein, wenn es nicht Wissen und Argumente ist? Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich bin ein bisschen erschrocken, wie ich die Bilder vom Bürgerdialog des sächsischen Ministerpräsidenten Kretschmer gesehen habe. Ich will hier keine Debatten über die Fehler der sächsischen CDU im Umgang mit Rechtsextremen führen, aber ich bin erschrocken, wie ich die Bilder gesehen habe, weil dort ein Ministerpräsident darum gekämpft hat, dass die elementaren Fragen des menschlichen Miteinanders, des Miteinanderredens und des Sichverständigens auf Argumente und auf Fakten infrage gestellt waren. Und spätestens in solchen Momenten sollte uns klar werden, dass es auch das zu verteidigen gilt und dass wir auch dafür eintreten sollten, dass es nicht um Stimmungen geht, dass es nicht um ausgedachte Fakten geht, dass es nicht um Fake News geht, sondern dass wir immer wieder einfordern, dass es für Argumente Belege geben muss, dass es für Behauptungen Erkenntnisse geben muss, dass wir uns auf Grundlage von nachprüfbaren Fakten bewegen und nicht auf Grundlage von Meinungen und von Stimmungen. Wenn sich jeder nur auf seine Meinung verlässt, wenn jeder glaubt, nur er ist im Recht, dann ist keine Verständigung in unserer Gesellschaft mehr möglich. Wie soll das funktionieren? Wie soll das funktionieren, wenn sich Menschen treffen, von denen alle für sich sagen, nur ich habe Recht?
So kann es nicht und so darf es nicht funktionieren, meine Damen und Herren. Und wir reden hier über nicht mehr und nicht weniger als die Errungenschaften der Aufklärung. Vor der Aufklärung hatten wir die Herrschaft des Glaubens, manchmal die Herrschaft des Aberglaubens. Mit der Aufklärung haben wir uns vor vielen hundert Jahren dafür entschieden, dass es um Argumente gehen soll, dass es um die Herrschaft des Rechtes gehen soll, dass es um wissenschaftliche Erkenntnisse, um überprüfbare Fakten gehen soll. Und wir sollten diesen zivilisatorischen Fortschritt nicht infrage stellen lassen. Wir sollten nicht ins Mittelalter des demokratischen Austausches zurückführen, sondern wir sollten das verteidigen, dass es um Argumente und um Fakten und um den Respekt für die Position des anderen geht. Wir haben allen Grund, meine Damen und Herren, klare Grenzen zwischen Demokraten und Rechtsextremen zu ziehen. Wir können und müssen von Parteien verlangen, dass sie eine Grenze zwischen sich und Rechtsextreme ziehen. Und wenn ich mir das die vergangenen Wochen und Monate anschaue, dann frage ich mich, was ist eigentlich so schwer daran? Was ist so schwer daran, den Ort, an dem ein Mensch getötet wurde, nicht für parteipolitische Zwecke zu missbrauchen? Was ist so schwer daran, nicht gemeinsam mit Leuten zu demonstrieren, die den Arm zum Hitlergruß erhoben haben? Was ist so schwer daran, Menschen und unsere Demokratie verachtende Sprüche gar nicht erst zu twittern oder zu posten, statt sich nachher peinlich damit zu entschuldigen, man sei auf der Maus ausgerutscht? Und, meine Damen und Herren, was ist so schwer daran, sich von Nazis in der eigenen Partei zu distanzieren? Wer noch nicht einmal die Kraft hat, das zu tun, der ist alles, aber mit Sicherheit keine Alternative für uns die Zukunft unseres Landes. Meine Damen und Herren, es geht in diesen Tagen um den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Zukunft unserer Demokratie. Setzen wir in den kommenden Wochen bei der Landtagswahl und selbstverständlich auch darüber hinaus klare Zeichen gegen Hass, Hetze und Ausgrenzung, für unsere Demokratie, für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und für einen menschlichen Umgang miteinander, der Respekt vor der Position des anderen hat. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Wagner. Meine Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen, an Ihren Plätzen wurde vor wenigen Minuten verteilt die Beschlussempfehlung und der Bericht des Haushaltsausschusses zu dem Antrag der Landesregierung betreffend Zustimmung zur Abgabe der landeseigenen Grundstücke in Neu-Eichenberg, Gemarkung Hebenshausen, Flur 1, Flurstücke 9-20, 15-11, 15-12, 15-18, 29-2, 36-3. Und Flur 2, Flurstücke 8-4, 8-5, 8-6, 8-11 sowie Flur 6, Flurstück 115-10 mit einer Gesamtgröße von 811.932 Quadratmeter an die Hessische Landgesellschaft mbH, Fachbereich Bodenbevorratung und Kommunalbetreuung im Rahmen einer Baulandumlegung zur Bodenbevorratung für die Gemeinde Neu-Eichenberg. Hier geht es um die Zustimmung des Hessischen Landtags nach § 64 Absatz 2 Landeshaushaltsordnung, Drucksache 19/6777 zu Drucksache 19/6726. Berichterstatter ist der Abg. Decker.
Somit wird diese Beschlussempfehlung als Top 56 in den Nachtrag der Tagesordnung mit einer Redezeit von 5 Minuten je Fraktion aufgenommen. Ich frage, ob sich die parlamentarischen Geschäftsführer schon geeinigt haben, wann das aufgerufen werden soll. Herr Kollege Bellino, Moment. Das haben wir noch nicht. Der Antrag ist ja auch eben erst verteilt worden. Ich kann mir aber vorstellen, dass wir den mit dem Tagesordnungspunkt 10 kombinieren und am heutigen Abend diskutieren. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Unsere Fraktion hat beantragt, dass das hier beraten wird. Die Geschäftsordnung sieht in § 28 Absatz 1 vor, dass in diesem Fall das auf die Tagesordnung der nächsten Plenarsitzungswoche, § 28 Absatz 1, gesetzt wird. So, wir haben gleichzeitig eine kleine Anfrage eingereicht zum selben Thema dieses Logistikzentrums, die heute als noch nicht beantwortbar mitgeteilt wurde. Wir möchten gerne, dass diese Diskussion entsprechend der Geschäftsordnungsregel in der nächsten Plenarwoche erfolgt und in der Hoffnung, dass dann auch die kleine Anfrage unsererseits beantwortet ist, auf die wir natürlich inhaltlich Bezug nehmen wollen. Also was gerade von Seiten der CDU vorgeschlagen wird, ist eine Regelung, die nicht im Einklang mit der Geschäftsordnung des Hessischen Landtages steht. Darauf will ich ausdrücklich hinweisen. Und deshalb beantragen wir, nach der Geschäftsordnung zu verfahren. Das kommt jetzt auf die Tagesordnung drauf. Das haben wir beschlossen, selbstverständlich, und wird in der nächsten Plenarsitzung beraten. Ja, ja, genau. Ja, das muss man ja, ich habe es ja auch nicht mit in die Regierungserklärung gemacht. So. Also gibt es weitere Wortmeldungen? Herr Kollege Frömmrich, bitte sehr. Danke, Herr Präsident. Ich würde sagen, wir stellen das erst einmal zurück und klären das und machen das nach der Regierungserklärung und machen dann das Verfahren. Steht darüber Einverständnis, dann machen wir das so. Vielen Dank. Und wir fahren fort in der Beratung der Regierungserklärung. Das Wort hat Frau Kollegin Wissler für die Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Ministerpräsident! Die Gesellschaft zusammenhalten. Unter dieses Motto haben Sie Ihre Regierungserklärung gestellt, und daran muss sich auch Ihre Bilanz messen lassen. Sie haben gesagt, dass Hass keinen Platz in dieser Gesellschaft haben darf. Sie haben deutliche Worte zur AfD gefunden und gesagt, dass man dieser Entwicklung nicht gleichgültig gegenüberstehen darf, sondern sich dem entgegenstellen muss. Das teile ich. Aber wenn Sie das ernst meinen, Herr Ministerpräsident, warum ist die hessische CDU nicht dabei, wenn in Wiesbaden Tausende gegen die AfD demonstrieren, unterstützt von SPD, von LINKEN und von ihrem eigenen Koalitionspartner, den GRÜNEN? Warum ist die CDU nicht beim Rock gegen Rechts in Frankfurt präsent? Warum bleibt die Hessen-CDU sitzen, statt sich aufstehen gegen Rassismus anzuschließen? Warum stellen Sie sich denn diesem Rechtsruck nicht aktiv entgegen? Warum sind Sie nicht dabei, wenn Menschen auf die Straße gehen, um genau gegen einen solchen Rechtsruck zu demonstrieren, Herr Ministerpräsident? Und wer über die AfD spricht, der darf über deren Stichwortgeber nicht schweigen. Deutschland hat einen Bundesinnenminister, der die Migration als Mutter aller Probleme bezeichnet. Ich glaube, alle, die Seehofer dafür kritisiert hatten, dass er zu lange zu Chemnitz geschwiegen hat, haben sich wohl in diesem Moment gedacht, er hätte lieber dauerhaft den Mund gehalten, bevor er so etwas sagt. Die Mutter aller Probleme, Wohnungsnot, Lehrermangel, Pflegenotstand, Klimawandel, Umweltzerstörung, Kriege, dafür soll die Migration der Sündenbock sein. Was für ein Unsinn!
Herr Ministerpräsident, und wer vorgibt, die Gesellschaft zusammenhalten zu wollen, der muss doch laut widersprechen, wenn Migranten, wenn Flüchtlinge, wenn Muslime zu Sündenböcken gemacht werden sollen, wenn sie für Probleme verantwortlich gemacht werden, die seit Jahren und seit Jahrzehnten in diesem Land bestehen. Der darf doch nicht zulassen, dass Menschen, die zu Niedriglöhnen arbeiten und in Armut leben, dass sie ausgespielt werden gegen Flüchtlinge. Der muss Rassismus und Diskriminierung deutlich benennen und bekämpfen. Das muss man tun, Herr Ministerpräsident, wenn man diese Gesellschaft zusammenhalten möchte. Und wenn Sie das als Ihre Aufgabe sehen, warum stellen Sie sich als Ministerpräsident nicht schützend für die 2 Millionen Hessinnen und Hessen, die einen Migrationshintergrund haben und die derartig beleidigt und diffamiert werden vom Bundesinnenminister? Aber statt Seehofer zu widersprechen, laden Sie ihn letzte Woche in die Staatskanzlei ein und freuen sich, dass er da ist. Meine Damen und Herren, wenn Horst Seehofer vor einiger Zeit sagt, man würde sich gegen die Zuwanderung in die Sozialsysteme verteidigen, Zitat, bis zur letzten Patrone, dann ist das sprachlich wie inhaltlich nur schwer zu unterscheiden von der AfD. Das heißt, an den Tabubrüchen, die Sie beklagen, Herr Ministerpräsident, haben die Seehofers, die Söders, die Scheuers selber mitgewirkt und die Irmers und die Wilschs und die Steinbachs, die Sie in Ihrer Partei ja nicht nur geduldet haben, sondern mit hohen Funktionen ausgestattet haben. Sie sagen, man müsse die Menschen ernst nehmen, die Angst um die kulturelle Identität unseres Landes haben. Aber wer hat denn diese Ängste geschürt? Durch unsägliche Debatten über die vermeintliche deutsche Leitkultur. Sie sagen, nicht jeder, der Kritik, Ängste und Sorgen zum Ausdruck bringt, sei ein Nazi oder Rechtsextremist, was im Übrigen auch niemand behauptet hat. Aber wer durch Chemnitz marschiert und den Hitlergruß zeigt, oder wer sich einer solchen Demonstration anschließt, der hat doch kein Verständnis zu erwarten, sondern lauten Widerspruch und strafrechtliche Konsequenzen, meine Damen und Herren. Wer die Parolen und Forderungen der AfD übernimmt, der gräbt ihnen eben nicht das Wasser ab, sondern der ermutigt sie, der macht sie stark und der vergiftet das gesellschaftliche Klima. Und dafür kann sich die AfD bei Seehofer bedanken, der übrigens nächste Woche nach Frankfurt kommt. Wir unterstützen die Demonstration unter dem Motto Seebrücke statt Seehofer. Dort wollen wir auch ein Zeichen setzen gegen die Politik dieses Bundesinnenministers, meine Damen und Herren. Und deshalb, Herr Ministerpräsident, Ihre klare Distanzierung zur AfD, die habe ich wahrgenommen. Und ich nehme Ihnen auch die Empörung ab, wenn Sie die Aussagen von AfD-Politikern über die Bundeskanzlerin zitieren. Ich will aber nur einmal darauf hinweisen, dass viele Menschen, die seit Jahren auf genau diese Gefahr hinweisen, die Opfer von rechten Anfeindungen waren, oft nicht ernst genommen oder gar kriminalisiert wurden, weil sie sich Nazi-Aufmärschen in den Weg gestellt haben. Das muss sich ändern. Wer die Gefahr von rechts ernst nimmt, der muss zivilgesellschaftliche Bündnisse stärken, der muss die Initiativen stärken, statt sie einem Generalverdacht auszusetzen, wie wir das häufig erlebt haben. Und Sie haben einen sensiblen Umgang mit den sozialen Medien angemahnt, weil Stimmungen sich schnell verselbstständigen. Umso schwerer wiegt es dann, dass die Hessen-CDU mit den sozialen Medien, in den sozialen Medien Einträge wie auf Schulhöfen muss Deutsch gesprochen werden, wieder so tut, als seien die Migranten das Problem und damit wieder versucht, von den tatsächlichen Problemen abzulenken. Weil das Problem auf hessischen Schulhöfen ist doch nicht, welche Sprache da gesprochen wird. Das Problem ist, dass Lehrer und Sozialpädagogen fehlen, dass die Schulgebäude zerfallen. Und verantwortlich dafür sind die CDU-geführten Landesregierungen und der letzten 20 Jahre. Und was Sie machen, ist wieder eine Ablenkungsdebatte von Ihrem eigenen Versagen, die Probleme auf die Migration zu schieben. Und das machen Sie, und das ist unverantwortlich. Zu den drängenden Problemen, Herr Ministerpräsident. An den Schulen, Unterrichtsausfall, die vielen Hilferufe aus den Schulen, Lehrermangel, dass Bildung abhängig ist vom Geldbeutel und der Herkunft. Zu alledem haben Sie kein einziges Wort verloren in dieser Regierungserklärung. Ich finde, diese Sorgen sollten Sie einmal ernst nehmen. Aber die erwähnen Sie ja nicht einmal. Und Herr Ministerpräsident, wenn Ihr Kultusminister dann jongliert mit geschönten Statistiken
und versucht, mit unqualifizierten Aushilfskräften und pensionierten Lehrern den Lehrkräftemangel wegzumogeln. Wenn die Überlastung der Lehrkräfte und Schulleitungen – ja, genau, Achselzucken, Herr Kultusminister, schön, dass Sie es gerade noch einmal demonstriert haben – Sie kehren es einfach unter den Teppich. Sie behaupten, es gibt keinen Unterrichtsausfall. Wenn man Sie nach Zahlen fragt, dann sagen Sie, er wird nicht erhoben. Und deswegen fühlen die Menschen sich nicht ernst genommen. Das ist die traurige Wahrheit nach 5 Jahren schwarz-grüner Bildungspolitik, meine Damen und Herren. Und die unterfinanzierten Kommunen haben derweil kein Geld, um Klassenräume, Turnhallen oder Toiletten zu sanieren. Und dann sagen Sie, man muss die Sorgen und Nöte von Menschen ernst nehmen, wenn es um die Flüchtlingspolitik geht. Aber an anderen Stellen ist davon leider ganz selten die Rede. Wo werden denn die Sorgen der Lehrerinnen und Lehrer ernst genommen? Wo werden denn die Sorgen ernst genommen der Menschen, die Angst haben um das Thema Inklusion, die Angst haben, dass ihr Kind eben nicht auf eine Regelschule gehen kann? Wo werden denn die Sorgen der Menschen ernst genommen, die gar dringend Ganztagsschulangebote bräuchten und keine haben? Nehmen Sie doch diese Sorgen und Probleme einmal ernst und tun Sie was, aber darüber reden Sie nicht einmal, Herr Ministerpräsident. Noch nie. Und dann sagen Sie, noch nie waren in Hessen so viele Menschen in sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen und haben gute Arbeit, sagt der Ministerpräsident. Tatsache ist, noch nie haben so viele Menschen in Hessen zu Niedriglöhnen gearbeitet, Herr Boddenberg. Und zwar 500.000 können Sie nachlesen im Landessozialbericht Ihrer Landesregierung. Noch nie waren so viele Arbeitsverträge befristet. In der schwarz-grünen Regierungszeit ist die Zahl der Menschen, die in Leiharbeitsverhältnissen sind, von 62.000 auf 74.000 gestiegen. 900.000 Menschen in Hessen sind von Armut bedroht. Das ist Ihr eigener Landessozialbericht. Und die Tendenz ist steigend, trotz guter Konjunktur und Haushaltslage. Und dann behaupten Sie, Herr Ministerpräsident, die Chancen für junge Menschen die seien ja heute so gut wie noch nie. Aber ein Drittel der jungen Menschen unter 25 arbeitet in befristeten Arbeitsverhältnissen. Sie brauchen sich im Übrigen nur einmal an den landeseigenen Hochschulen umzuschauen, Herr Ministerpräsident, wo Sie Verantwortung tragen. Auch dort hangeln sich junge Menschen von Vertrag zu Vertrag. Euch wird es mal besser gehen. Wer sagt das heute zu seinen Kindern? Aus diesem großen Aufstiegsversprechen sind Abstiegsängste geworden. Wird mein Vertrag entfristet? Wie soll ich im Alter leben, wenn ich nicht genug Einkommen habe, um privat vorzusorgen? Um die private Vorsorge müssen wir uns als Landtagsabgeordnete keine Sorgen machen. Das ist mir bekannt. Aber für die Menschen außerhalb dieses Saales ist das ein Problem, Herr Boddenberg. Auch das eine Sorge, die Sie einmal ernst nehmen könnten. Oder die Frage, wo setzt mich die Leiharbeitsfirma vielleicht nächste Woche ein? Wie wollen Sie denn die Gesellschaft zusammenhalten, wenn die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinandergeht? Der wachsenden Zahl von Menschen, die kaum über die Runden kommen, die auf Tafeln angewiesen sind, die Flaschen sammeln, weil ihre Rente nicht reicht. Dem steht eine wachsende Zahl an Einkommensmillionären in Hessen gegenüber. Und wenn ein Pförtner in einem Unternehmen 350 Jahre lang arbeiten müsste, um auf das Einjahresgehalt seines Vorstandsvorsitzenden zu kommen, meine Damen und Herren, das hat doch mit Leistung nichts mehr zu tun. Das ist doch pervers und das ist doch demokratiebedrohend, wenn die Unterschiede in der Gesellschaft so zutiefst ungerecht sind, meine Damen und Herren. Und Ihr eigener Landessozialbericht hat ja diese Zahlen aufgezeigt. Das sind ja alles Ihre Zahlen. Mehr als ein Fünftel der Kinder und Jugendlichen sind von Armut betroffen. Das bedeutet eingeschränkte gesellschaftliche Teilhabe. Das bedeutet Benachteiligung bei der Bildung. Das bedeutet bei der gesundheitlichen Entwicklung Nachteile. Und die Maßnahmen der schwarz-grünen Landesregierung dagegen sind leider sehr mager, um es vorsichtig zu sagen. Was wir bräuchten, wäre ein Aktionsplan gegen Kinderarmut. Dass in so einem wohlhabenden Land Kinder von Armut und Perspektivlosigkeit bedroht sind, das ist doch beschämend. Daran kann man sich doch nicht gewöhnen. Und, meine Damen und Herren, auch Wohnen, auch das ist ein Thema, das der Ministerpräsident einfach gar nicht angesprochen hat. Eines der größten Probleme in den hessischen Städten haben Sie nicht einmal angesprochen. Auch Wohnen ist für viele Familien in Hessen zum rechten Armutsrisiko geworden. Die Mietpreise explodieren. An manchen Orten sind Menschen gezwungen, 50%, 60% ihres Einkommens für Miete und Nebenkosten auszugeben. Die Situation auf dem Wohnungsmarkt ist vielerorts dramatisch, und zwar besonders für Menschen mit niedrigen und mittleren Einkommen, für Familie, Studierende, Rentner. Sie werden zunehmend aus den Innenstädten verdrängt, weil sie sich die Mieten nicht mehr leisten können. Und dazu sagen Sie kein Wort, kein Wort zu den Ängsten und Nöten der Mieterinnen und Mieter. Der Vorschlag stattdessen, den Sie ja letzte Woche gerade wieder gemacht haben, mehr Förderung von Wohneigentum,
Der, Herr Ministerpräsident, der folgt dem Motto, du findest keine bezahlbare Wohnung, dann kauf dir doch ein Haus. Und solche Vorschläge gehen an der Lebenswirklichkeit der meisten Menschen meilenweit vorbei. Wer keine bezahlbare Wohnung findet, der kann sich in der Regel auch kein Haus leisten. Und deshalb ist dieser Vorschlag einfach zynisch. Er geht vollkommen an dem vorbei, was die Menschen brauchen, nämlich mehr sozialen Wohnungsbau. Und dann schauen wir uns doch Ihre Bilanz an. Seit 1991 hat sich der Bestand von Sozialwohnungen in Hessen mehr als halbiert. Als Schwarz-Grün 2014 die Regierungsgeschäfte übernahm, gab es in Hessen immerhin noch 112.000 Sozialwohnungen. Jetzt sind es noch 85.000. Das heißt also, während der Amtszeit einer grünen Wohnungsbauministerin ist jede vierte Sozialwohnung weggefallen. Jede vierte. Das ist Ihre Bilanz. Und dabei steigt die Zahl der Haushalte, die Anspruch auf eine Sozialwohnung haben, aber keine erhalten. Und es ist nicht so, dass nicht gebaut wird. Es wird schon gebaut. Jede Menge neue Bürotürme, hochpreisiger Wohnraum. Und das entsteht sogar auf Grundstücken, die der öffentlichen Hand gehört haben, wie z.B. das ehemalige Unigelände oder das ehemalige Polizeipräsidium in Frankfurt. Aber das Land betätigt sich lieber als Spekulant und verkauft eigene Grundstücke meistbietend, um dann wieder zu erklären, wir haben ja gar keine Flächen für den sozialen Wohnungsbau. Und ich sage, wer die Spekulation mit Boden einschränken will, der darf doch selber nicht so agieren. Auf dem ehemaligen Unigelände in Frankfurt-Bockenheim, da entstehen jetzt Mietwohnungen für Mietpreise bis zu 32 € pro Quadratmeter. Bis zu 32 € pro Quadratmeter. Dafür hat man dann auch einen Hundewaschplatz und einen Concierge-Service. Aber angesichts der Tatsache, dass die Hälfte der Frankfurter Anspruch auf eine Sozialwohnung hätten, ist das doch ein Hohn. Und das sind öffentliche Grundstücke gewesen. Hier hätte das Land direkt Einfluss nehmen können, hat man aber nicht gemacht. Und gerade diese Beispiele zeigen doch, dass die Versorgung der Menschen mit Wohnraum einfach zu wichtig ist, um sie dem Markt überlassen, weil der Markt es eben nicht so regelt, dass jeder am Ende eine bezahlbare Wohnung hat. Und deshalb ist es höchste Zeit, die Eigentumsverhältnisse auf dem Wohnungsmarkt zu verändern. Und die wirksamste Mietpreisbremse ist mehr sozialer Wohnungsbau. Und deshalb unterstützen wir auch den Mietentscheid in Frankfurt, wünschen ihm viel Erfolg, weil es dringend notwendig ist, hier Druck zu machen und endlich mehr bezahlbare Wohnungen zu schaffen. Und um das Geld für die Miete zu verdienen, müssen in vielen Familien zwei Menschen Vollzeit arbeiten. Und diese Menschen haben dann wiederum ein großes Problem bei der Organisation der Kinderbetreuung. Und da ist es ja ein Schritt in die richtige Richtung, dass manche Eltern nun entlastet wurden, indem die Betreuung für 6 Stunden am Tag beitragsfrei wurde. Aber abgeschafft sind die Kita-Gebühren noch lange nicht. Für unter Dreijährige, für Hortkinder, für Ganztagsplätze fallen weiterhin Gebühren an, und zwar teilweise ganz erhebliche Gebühren, gerade für die Betreuung der unter Dreijährigen. Und teilweise sind es auch höhere Gebühren als vorher, weil die Kommunen die Gebührenfreiheit für manche eben bei anderen dann auch kompensieren müssen. Und deshalb, die Kinderbetreuung muss besser und sie muss komplett kostenlos werden. Das darf nicht gegeneinander ausgespielt werden. Das ist kein Widerspruch. Existenzielle Ängste löst bei vielen auch der Gedanke an die Versorgung im Alter aus. Eine Rente, von der man nicht leben kann, bedroht immer mehr Menschen. Eine Landesregierung, die auf Zusammenhalt der Gesellschaft setzt, könnte auch hier Impulse setzen. Damit meine ich nicht ihre kapitalgedeckte Deutschlandrente. Die hilft nämlich niemandem. Und auch der Pflegenotstand macht vielen Menschen Angst. Das Land müsste dringend dafür sorgen, dass Pflegekräfte entlastet werden, dass der Pflegeberuf attraktiver wird. Ich habe vor kurzem mit einer Krankenschwester in einem Krankenhaus gesprochen, Herr Ministerpräsident, und die erzählte mir, dass sie sehr viele ihrer Kolleginnen noch zweite Jobs haben. Das heißt, sie kommen vom Dienst, sie kommen aus der Schicht und gehen zum nächsten Job, weil sie sonst nicht über die Runden kommen. Und da ist es doch kein Wunder, dass es einen Mangel an Pflegekräften gibt. Und dann redet die CDU ja immer gerne von Sicherheit und dass sie die Sicherheitsbedürfnisse der Menschen so ernst nimmt. Ich finde ja, eine wirklich große Gefahr für die innere Sicherheit sind z.B. Krankenhauskeime oder sind Hygienemängel oder auch Personalmangel in den Krankenhäusern. Ich finde, diese Sorgen könnten Sie mal ernst nehmen und diese Sicherheitsinteressen der Menschen könnten Sie mal ernst nehmen. Davon sind nämlich wirklich viele Menschenleben bedroht, meine Damen und Herren. Und natürlich merken die Menschen auch an ihren Wohnorten, dass die öffentlichen Angebote und die soziale Infrastruktur abgebaut werden, ob das Krankenhäuser sind, Schwimmbäder oder Stadtteilbibliotheken. Und das merken wir gerade im Bereich des ländlichen Raums, wo die Leute jetzt noch unsoziale Straßenausbaubeiträge zahlen sollen, die den einen oder anderen in Existenznot bringen.
wo kleine Schulstandorte geschlossen werden, womit sich natürlich die demografische Entwicklung ländlicher Orte noch weiter verschärft. Und das ist auch Folge Ihrer Politik, weil wer hat denn die Gerichtsstandorte im ländlichen Raum geschlossen? Wer hängt denn den ländlichen Raum immer weiter ab? Und an solchen Dingen kann es natürlich auch liegen, dass die Menschen das Gefühl haben, dass der gesellschaftliche Zusammenhang schwindet, Herr Ministerpräsident. Und dann sprechen Sie von den Chancen, die junge Menschen haben. Ich will Ihnen mal von ein paar jungen Menschen erzählen. In Offenbach leben gerade 70 Jugendliche in Angst. Warum? Weil sie 18 geworden sind. Was für jeden anderen Jugendlichen ein Grund zur Freude ist, ist für diese Jugendlichen eine Katastrophe, weil sie afghanische Flüchtlinge sind und mit der Volljährigkeit ihr Aufenthaltsrecht verlieren. Ihre Mitschüler und ihre Lehrer haben über 50.000 Unterschriften bei einer Petition gesammelt, damit die Mitschüler bleiben dürfen. Und da frage ich Sie, warum nehmen Sie diese Sorgen und Ängste nicht ernst? Warum schieben Sie weiter Menschen nach Afghanistan in den Bürgerkrieg ab, auch heute wieder, in ein Land, in dem sich die Sicherheitslage immer weiter destabilisiert, statt sich zu bessern? Diese Menschen haben einen Grund zur Angst. Und wir könnten ihnen diese Angst nehmen durch eine humane Flüchtlingspolitik und indem Bleiberechtsmöglichkeiten geschaffen werden, statt eine derartige Symbolpolitik auf den Rücken der Menschen zu machen, meine Damen und Herren. Und was ist mit den Sorgen und Ängsten der Menschen, die unter Fluglärm leiden, die sich Sorgen um ihre Gesundheit und die ihrer Kinder machen, die jeden Morgen um 5 Uhr aus dem Schlaf gerissen werden? Im Wahlkampf 2013 hat Tariq Al-Wazir, Ihr heutiger Stellvertreter, einen Bürgerbrief, ich habe mir das noch einmal angeschaut, an die Menschen geschrieben, die unter Fluglärm leiden. So wie es ist, kann es nicht bleiben, hat er damals geschrieben. Und das ist richtig. Da haben Sie recht, es ist noch lauter geworden, ja, grün wirkt. Das Terminal 3 sollte nicht gebaut werden. Das wird es mit ihm nicht geben. Das Terminal 3 wird gebaut. Aus Herr Ministers, mit mir wird es kein Terminal 3 geben, wurde, ich bleibe aber wenigstens dem Spatenstich fern. Statt dem 8-stündigen Nachtflugverbot gibt es nicht einmal ein 6-stündiges, weil das Nachtflugverbot dauernd gebrochen wird. Mit der Lärmobergrenze kann es noch deutlich lauter werden. Und die freiwilligen Lärmpausen die machen gerade für 6 Monate Pause. Also diese schwarz-grünen Placebos haben überhaupt keine Entlastung gebracht. Die Grenzen der Belastbarkeit sind überschritten, und leider haben die Grünen alle ihre Wahlversprechen in diesem Bereich in die Tonne gekloppt, in der Koalition mit der CDU. Und wenn man sich dann noch anschaut, dass Unternehmen wie Ryanair auch noch hierher gelockt wurden, die die Dumpingkonkurrenz am Flughafen verschärfen und die Arbeitsbedingungen verschlechtern. Im Übrigen, morgen streiken die Ryanair-Beschäftigten. Sie haben unsere volle Unterstützung. Wenn man dann auch noch die Ryanair hierher lockt und die Dumpingkonkurrenz vergrößert, dann zeigt das das ganze Problem grüner Flughafenpolitik auf den Kosten der Anwohner, auf den Kosten der Arbeitsplätze. So geht keine So kann man keine Flughafenpolitik machen, meine Damen und Herren. Ich könnte jetzt noch viel über Klima und über Verkehr reden, weil die Verkehrswende ist ausgeblieben, die Klimaziele, da bleibt unklar, wie sie erreicht werden können. Ich will noch sagen, dass ich es gut finde, dass die Bundestagsfraktionen von LINKEN, GRÜNEN und FDP gestern angekündigt haben, gemeinsam Verfassungsklage gegen das Bayerische Polizeigesetz einzureichen. Ein weiterer Irrsinn der CSU, ein Frontalangriff auf die Bürgerrechte. Und es ist ermutigend, dass Zehntausende bundesweit gegen die Verschärfung von Polizeigesetzen demonstriert haben. Leider haben die GRÜNEN in Hessen bei diesen bedenklichen Entwicklungen mitgemacht. Ich sage nur das Stichwort Staatstrojaner, den Sie noch als Oppositionspartei abgelehnt haben. Und dann wollten Sie sogar dem Geheimdienst, dem Verfassungsschutz, dessen Abgründen wir die ganzen letzten Jahre schauen konnten, dem wollten Sie den sogar noch in die Hand geben. Hier beteiligt sich die GRÜNEN am Abbau von Bürgerrechten. Und auch das ist ein Teil der grünen Bilanz in diesen 5 Jahren, meine Damen und Herren. Beim Geheimdienst, beim Verfassungsschutz wurden überhaupt keine Konsequenzen aus dem NSU-Komplex gezeigt. Dabei hat das Landesamt für Verfassungsschutz gezeigt, dass es entweder unfähig oder unwillig ist, Gefahren zu erkennen. Der Verfassungsschutz hat keine Sicherheitslücke im Kampf gegen Rechts, er ist eine. Und wenn es noch Argumente bedurft hätte, warum diese Behörde aufgelöst gehört, dann hat sie Herr Maaßen in den letzten Wochen wohl alle geliefert, meine Damen und Herren. Und auch der Umgang mit dem NSU-Untersuchungsausschuss gehört zur Bilanz. Dass CDU und GRÜNE der Einsetzung nicht zugestimmt haben, dass der Ministerpräsident bis heute keinerlei Fehler zugibt und sich nicht entschuldigt hat, auch das gehört zu dieser desaströsen schwarz-grünen Bilanz, meine Damen und Herren.
Ich komme zum Schluss. Am 18.01.2013 haben die GRÜNEN Ministerpräsident Bouffier zum Rücktritt aufgefordert. Am 18.01.2014 haben sie ihn zum Ministerpräsidenten gewählt. Die GRÜNEN haben stillschweigend hingenommen, dass Bouffier Roland Koch die Wilhelm-Leuschner-Medaille, die höchste Auszeichnung des Landes, verliehen hat, dem Roland Koch, dem Tarek Al-Wazir, einst den Handschlag verweigert hat wegen dessen ausländerfeindlichen Wahlkampfs. Diese GRÜNEN haben sich in 5 Jahren zur Unkenntlichkeit verbogen. Und diese 5 Jahre Schwarz-Grün haben dieses Land nicht zum Besseren verändert. Und wenn ich mir das CDU-Wahlprogramm anschaue, das Sie jetzt am Wochenende beschlossen haben, dann kann man nur sagen, es ist ein Festival der Schnapsideen. Sie machen teilweise Vorschläge, die gefährlich sind, teilweise Vorschläge, die absurd sind. Aber sie greifen nicht die wirklichen Probleme der Menschen auf. Und die Menschen wollen mehr soziale Gerechtigkeit. Sie wollen bezahlbare Wohnungen und ein planbares Leben. Mehr für die Mehrheit statt Bereicherung einiger weniger. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Wissler. Ich habe die Zeit genutzt, um die nicht ganz alltägliche Geschäftsordnungsfrage zu klären. Ich nehme an, dass insbesondere Herr Kollege Schaus an dem Ergebnis interessiert ist. Ausgangspunkt ist, dass wir eine Vorlage nach § 64 Absatz 2 Landeshaushaltsordnung haben, die im Regelfall nicht mehr im Landtag beraten wird, sondern vom Haushaltsausschuss abschließend beraten wird, es sei denn, und das ist im vorliegenden Falle geschehen, dass eine Fraktion die Entscheidung des Landtages verlangt, das entsprechende Verlangen übermittelt. Das ist geschehen. Deswegen ist die Vorlage hier jetzt verteilt worden. Einschlägig ist hier § 33 Absatz 4 unserer Geschäftsordnung, der zunächst bestimmt, dass in diesem Fall der Haushaltsausschuss dem Landtag einen schriftlichen Bericht zu erstatten hat. Der liegt vor. Und dann gilt § 28 Absatz 1 Satz 2 und 3 entsprechend. Dort wiederum ist geregelt, dass der Bericht auf die Tagesordnung der nächsten Plenarsitzungswoche gesetzt wird. Wir haben einmal geklärt die Auslegung der Geschäftsordnung aus der Vergangenheit. Danach ist er regelmäßig auf den Zeitpunkt der Ausschusssitzung abzustellen, von da an die nächste Plenarsitzung. In dieser befinden wir uns. Deswegen bleibt es bei der Feststellung, die ich vorhin schon mitgeteilt habe, dass die Beschlussempfehlung als Top 56 in den Nachtrag der Tagesordnung aufgenommen ist. Nun interpretiere ich Ihre Wortmeldung, Herr Kollege Schaus, dahingehend, dass Sie beantragen, in die nächste Sitzungswoche, wann immer die sein mag, zu vertagen. Darüber können wir mit einfacher Mehrheit abstimmen. Und ich weise vorsorglich, Herr Kollege Schaus, darauf hin, falls Sie die Interpretation der Geschäftsordnung nicht teilen sollten, würde ich die Abstimmung, die ich trotzdem dann durchführen lasse, als eine solche nach § 115 bewerten, wonach der Landtag jederzeit mit einfacher Mehrheit auch eine Abweichung von der Geschäftsordnung beschließen könnte. Also entscheidend ist, dass in diesem Falle jedenfalls die Mehrheit des Landtags entscheiden wird, ob heute beraten wird oder in der nächsten Sitzungsrunde. Herr Kollege Schaus. Herr Präsident, vielen Dank für die Interpretation der Geschäftsordnung. In der Tat kann man trefflich darüber streiten. Wir sind davon ausgegangen, und deswegen wiederhole ich das noch einmal, dass dieser Tagesordnungspunkt in dieser Plenarwoche nicht mehr behandelt werden kann nach § 28 Absatz 1. Sie haben dem jetzt widersprochen. Herr Kollege Schaus, nur zur Klarstellung, ich habe nicht Ihre Auslegung widersprochen, sondern ich habe festgestellt, wie wir hier verfahren und wie die Geschäftsordnung lautet. Jetzt stelle ich die Frage, ob Sie einen anderen auf Vertagung stellen oder nicht. Ja, Herr Präsident, ja, in der Tat. Ich stelle einen Antrag auf Vertagung, und zwar nochmals mit dem Hinweis darauf, dass in dieser gleichen Angelegenheit eine kleine Anfrage der Abgeordneten Schott unserer Fraktion vorliegt mit der Drucksache 19/6599, die ist vom 4. Juli diesen Jahres und bisher noch nicht beantwortet worden. Soweit ich informiert bin, ist heute eine Verlängerungshinweis eingegangen, und es ist uns schlichtweg nicht möglich, oder es wäre auch parlamentarisch gesehen ein Unding,
Wenn wir heute eine Debatte darüber erzwingen, wenn die Mehrheit eine Debatte darüber erzwingen würde, wo wir noch nicht einmal eine Antwort des Ministeriums auf die inhaltlichen Fragen dazu erhalten haben. Das muss doch wohl gewährleistet werden. Also, ich bin sehr damit einverstanden, wenn die Antworten bis am Donnerstag vorliegen, dass das am Donnerstag beraten und beschlossen werden kann. Aber auf dieser Rechtsgrundlage beantrage ich in der Tat eine Vertagung in die nächste Plenarwoche. Gut, den Antrag habe ich zur Kenntnis genommen. Den Rest nehme ich in weiterer Interpretation als Begründung für diesen Geschäftsordnungsantrag und lasse dann, wenn es keine weiteren Wortmeldungen gibt, abstimmen über den Vertagungsantrag des Kollegen Schaus in die nächste Sitzungsrunde zu vertagen. Bitte sehr, Herr Kollege Frömmrich. Ist okay. Jetzt doch nicht. Gut, dann stimmen wir ab. Wer dem Antrag auf Vertagung zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. Das ist die Fraktion DIE LINKE. Gegenstimme. Das ist soweit ersichtlich der Rest des Hauses. Ich frage noch, gibt es Enthaltungen? Nein, dann ist das so beschlossen. Der Antrag ist abgelehnt. Zur Geschäftsordnung, Herr Kollege. Jetzt hat mich vorher besprochen. Herr Präsident, Ihre Auslegung haben Sie ja vorhin mitgeteilt. Wir haben in der Tat eine andere Rechtsauffassung. Und deshalb beantrage ich Unterbrechung der Sitzung und Einberufung des Ältestenrates in dieser Frage. Nach der Debatte zur Regierungserklärung. Ich habe das letzte akustisch nicht richtig verstanden, Herr Kollege. Nach der Debatte zur Regierungserklärung. Okay, vielen Dank.